Wie vorher schon erwähnt, ist das Thema des Abends heute Integration und Achtsamkeit. Und Integration ist ja das Thema des Gesamtblocks. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer jetzt alles die ganzen Male oder letztes Mal da war. Ich denke, vermute mal, für uns alle ist Integration eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Was heißt Integration? Finde ich immer wieder, Integration ist auch so ein Begriff, der uns eigentlich aus dem sozialen, gesellschaftlichen auch bekannt ist, aber hier geht es eigentlich eher um die psychische Integration. Und gemeint ist damit eben dieses Zusammenbringen, Teile, die weniger in unserem Gewahrsein sind oder wir aus irgendwelchen Gründen vergessen oder vergessen wollen, einfach irgendwo in die Ecke geschoben haben oder in die Ecke schieben, die uns bewusster zu machen und mehr in unser Leben, in unser Bewusstsein einzubeziehen und dadurch einfach ganzer zu werden. Also für mich ist eigentlich das schönere Wort irgendwie, wäre eigentlich eher Ganzheit oder wirklich Verbindung, was ich vorhin angedeutet habe in der Meditation, diese verschiedenen Aspekte, aus denen wir bestehen, der Körper, das Fühlen, Gefühlsleben, dieses ganze Innenleben, oder vielleicht auch das bewusstere Leben und das unbewusstere Leben, diese ganzen Bereiche, die manchmal nicht so ganz miteinander in Harmonie sind oder auch vielleicht noch gar nicht mal kommunizieren, vielleicht noch gar nicht mal voneinander wissen, die wirklich mehr zusammenzubringen und zu einem Ganzen zu machen. Und dabei gibt es natürlich verschiedene Schichten oder Ebenen. Es gibt so die ganz alltäglichste, die wir wahrscheinlich alle zu Genüge kennen, dass wir uns irgendwas vornehmen, wir wollen irgendwas tun, das heißt nun weniger essen oder mehr essen oder weniger Schokolade oder weniger Kaffee oder auch weniger rauchen oder vielleicht mehr Sport treiben, meinen Haushalt irgendwie besser in Schuss halten. Ja, das wollen wir dann tun, aber wir tun es nicht. Also das ist so, denke ich, die größte Ebene von mangelnder Integration, ist, dass wir was tun wollen, es aber in der Praxis nicht wirklich tun. Und das ist alles irgendwie, das finde ich immer so schön im Buddhismus, es ist alles nicht schlimm, es ist einfach nur eine Tatsache. Das ist einfach so. Und es ist dann die Frage, genau hinzugucken für einen selber, warum ist das so? Warum sage ich einerseits, ich möchte das und kann es aber nicht tun? Und es wird bestimmt Gründe geben. Entweder ist mein Ziel, das, was ich will, stimmt nicht ganz mit meinem inneren Wollen überein, stimmt vielleicht auch nicht ganz überein mit dem, wo ich gerade stehe, was ich in der Lage bin zu tun. Und da ist es einfach immer gut, sich anzugucken, welche Bedürfnisse das, was wir im Moment noch tun, dadurch befriedigt werden, was uns die Schokolade, der Kaffee oder der unaufgeräumte Haushalt oder was auch immer, was das befriedigt. Sich aber auch vorzustellen, was wir haben könnten von dem, was wir gerne tun würden, also was uns es bringen würde, wenn ich meinen Haushalt besser, wenn alles aufgeräumter wäre, was mir das für ein Gefühl gibt, um sozusagen auch das Ziel klar zu haben. Aber es braucht wirklich erstmal eine Zeit auch von genauerem Hingucken. Also erstmal müssen wir feststellen, dass diese Dinge passieren und dann genauer hingucken, was so die Bedingungen sind, warum es so ist, wie es ist, warum das passiert, wie es passiert, warum ich nicht das tun kann, was ich meine, tun zu wollen. Und all diese Sachen, dieses genaue Hingucken, ist ja eigentlich ein Aspekt von Achtsamkeit oder eine alltäglichere Formulierung von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist für mich einfach auch genauso die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, dem wirklich auch Aufmerksamkeit schenken, finde ich eine unheimlich schöne deutsche Formulierung, weil es deutlich macht, es geht jetzt nicht, bei Achtsamkeit denkt man immer daran, ja, das ist jetzt spirituell, ich muss mich üben und werde dann eine ganz gute Buddhistin. Und die Aufmerksamkeit etwas zu schenken, fühlt sich für mich ganz anders an, weil es ist einfach ein Geschenk, eine Gabe, das mache ich freiwillig und hat irgendwie gleichzeitig was Herzöffnendes. Und wir haben sicher alle schon gemerkt, wir haben jetzt gerade auch meditiert, wie hilfreich Achtsamkeit, eine bewusste Achtsamkeit eben in der Meditation sein kann für einen Aspekt von mehr Sammlung, mehr Verbindung verschiedener Teile. Und ich denke, das kennen wir wahrscheinlich von einem bloßen Körpergewahrsein. Wenn wir uns erstmal hinsetzen, dann fühlt sich der Körper eher so, für mich häufig eher so, naja, ich sitze halt da, ich weiß, dass ich da sitze, aber da ist kein sehr detailliertes
Bewusstsein für meinen Körper. Wenn ich dann so ein Körpergewahrsein durchgeleitet habe und wirklich diese einzelnen Körperpartien so bewusst durchgegangen bin, dann habe ich ein einerseits ganzeres Gefühl, aber diese Ganzheit ist sozusagen gefüllter. Die fühlt sich irgendwie, ja, also als ob sich am Anfang, wenn ich mich hinsitze, es eher wie so eine hohle Masse anfühlt und dass durch diese Achtsamkeit dann diese hohle Masse oder diese Form, sage ich mal, gefüllter wird und die es bekommt einfach mehr Inhalt, es ist spürbarer und fühlt sich dadurch ganzer an und das ist sozusagen, dann würde ich, das ist einfach mal ein Aspekt auch von Integration. Und Körperachtsamkeit halte ich wirklich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt für uns in unserer heutigen Zeit, die so, so wenig körperliche Dinge tut. Irgendwie, alles ist so sehr automatisiert und wir sind so viel mehr in unserem Kopf und gar nicht mehr in unserem Körper tätig. Und dadurch geht auch die Verbindung mit dem Körper und auch das Bewusstsein im Körper sehr stark verloren. Aber Ähnliches gilt für Gefühle oder Gedanken oder alles Mögliche, was so in uns los ist. Und Meditation ist für mich eigentlich der Raum, in dem ich das einfach bewusster erleben kann, weil wenn wir im Alltag beschäftigt sind, kriegen wir ganz viele Dinge nicht so mit. Das ist auch ein völliger Allgemeinplatz, irgendwie kennt ihr alle. Und in der Meditation können wir wirklich diese Prozesse, wenn wir einfach bewusster wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr meditiert, ob ihr beim Atmen, wenn ihr beim Atmen seid oder beim Metta, nur beim Metta. Ich merke, für mich ist immer wieder, wenn ich mich hinsitze in der Meditation, da kommen sozusagen ganz selbstverständlich meine persönlichen Themen, die gerade aktuell sind und wenn ich mir auch noch nicht mal bewusst bin, dass die aktuell sind, die sind einfach plötzlich da. Und die sind stärker da und kann ich klarer sehen, als es passieren würde, wenn ich mich auf die Couch setze und mal über irgendwas sinniere und mir jetzt denke, ach, ich müsste mir mal darüber Gedanken machen. Das funktioniert nicht wirklich. Von daher finde ich, die Meditation ist für mich immer so ein Experimentierraum oder so ein Schutzraum, in dem ich wirklich eine Möglichkeit habe, das, was passiert, genauer zu beleuchten, um wirklich genauer mitzubekommen, was eigentlich gerade so aktiv ist und los ist. Und das bewusst zu machen, was da eigentlich gerade in mir sich bewegt, ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, was mache ich dann damit, wenn ich aus der Meditation herauskomme? Also schaffe ich es, dieses Gewahrsein von dem, was gerade mich umtreibt, bewegt oder egal wie, schaffe ich es, das mit in den Alltag zu nehmen, dieses Bewusstsein oder das, was ich erkannt habe, wirklich auch Maßnahmen zu ergreifen, dass ich daran damit etwas tue. Weil es kommt darauf an, was man sozusagen für Erkenntnisse hat. Deshalb ist es jetzt ist schwierig, so eine Worte zu fassen. Aber wenn ich zum Beispiel in der Meditation, sage ich mal, plötzlich merke, ich brauche mehr Raum in meinem Alltag, was mache ich dann damit? Ich meine, es ist eine schöne, nette Erkenntnis und ich kann natürlich rausgehen aus der Meditation und genauso wieder eine Sache nach der anderen machen. Oder nehme ich mir dann wirklich vor und sage mir, ja, okay, wo kann ich wirklich Raum mehr schaffen in meinem Alltag? So einfach nur als Beispiel. Aber das ist ein anderer wesentlicher Aspekt von Integration. Die Erkenntnisse, die wir haben, die Einsichten, die wir haben, egal wo, ob in der Meditation, beim Joggen, beim Radfahren, beim sonst was machen, setze ich die auch um. Also behalte ich die auch wirklich im Hinterkopf und habe ich wirklich ein Gewahrsein dafür, was auch sinnvoll ist umzusetzen. Vielleicht sind manche Ideen gar nicht so sinnvoll umzusetzen. Und ein anderer Aspekt von, also das wäre sozusagen eben der Aspekt von das, was ich erkannt habe in meinem Innenleben, eben in den Alltag umzusetzen, also da in mein Leben mehr zu integrieren. Aber ein ganz anderer Aspekt von Integration kann auch noch sein, es gibt vielleicht Dinge, die weder buddhistisch sind noch spirituell, die mich aber nähren, die für mich persönlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt von Integration bedeuten. Kenne ich solche Dinge?
gestehe ich mir das zu, wenn ich irgendwie meine, ich will jetzt nur einen ganz überzeugten buddhistischen Weg gehen, dass es auch andere Dinge geben kann oder gibt, die mich nähren und die mir wichtig sind und wie viel Raum räume ich denen ein. Aber die sind ja für viele Menschen auch ein ganz wichtiger Integrationsaspekt, weil da bestimmte Aspekte angesprochen werden, Teile von uns ausgelebt werden, die ansonsten keinen Raum bekommen, und das ist dann einfach Energie, die gebunden ist, die blockiert bleibt. Also von daher ist es wichtig, auch unsere persönlichen Ausdrucksformen zu finden, die wir brauchen, um ganzer zu werden, um voll und ganz unser Leben zu leben und unsere Energien in die Welt zu bringen. Könntest du da einen Prozentsatz nennen, oder ist das nicht hilfreich? Prozentsatz? So ein Prozentsatz? So ungefähr die Dinge, die nicht buddhistisch sind und mich nähren und das buddhistisch nehmen. Ich meine, so persönlich gesprochen kann ich sagen, dass ich, denke ich, lange Jahre viel, viel eher buddhistisch geprägtes gemacht habe. Also viel meditiert oder so. Also nicht viel meditiert, sondern regelmäßig meditiert. Also lange nur. Und ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, mit so einem, also unbestimmte, ja, das so Meditation, das muss ich erstmal setzen, wenn wir was neu machen, wenn wir was lernen. Ich finde immer das beste Beispiel, wenn wir ein Instrument spielen lernen. Wahrscheinlich, weil ich Klavier spielen gelernt habe, weiß ich das. Oh, bis man da mal wirklich was kann, das dauert einfach lange. Und es geht bei Meditation ja jetzt nicht darum, dass man meditieren können muss, aber doch, es geht auch darum, dass es eine Fähigkeit ist, dieses hinzuschauen und dieses wach zu sein und mitzubekommen, was da eigentlich ist. Das braucht einfach auch ein bisschen Übung. Und von daher, ich habe jetzt meine Dinge, die mich nähren, die nicht buddhistische Natur sind, erst in den letzten Jahren entdeckt, aber dann mache ich sie irgendwie eindeutig in so einem großen Prozentsatz. Was so. Ist das? Salsa tanzen und reiten. Eindeutig nicht buddhistisch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was Salsa tanzen und reiten? Doch, das verstehe ich. Ja. Aber dass das nicht buddhistisch ist, verstehe ich nicht. Ich meine, es geht einfach um formale Praxis. Ich meine, mit buddhistisch meine ich jetzt einfach eine formale buddhistische Praxis. Meditation, Dharma-Studium und so weiter. Weil das finde ich missverständlich, dass das nicht buddhistisch sei. Als formale Praxis verstehe ja, ich das. Ja, genau. Aber ich meine, aber Salsa ist ja jetzt kein Buddhismus, oder? Ich meine, weil wüsste ich jetzt nicht, warum man will. Ja gut, aber das Wie, das habe ich ja dann von einer anderen Quelle. Und von daher, ich meine, das Salsa per se ist jetzt nicht, ist nicht sündig. Das habe ich nicht gesagt, das hat mit Sünde nichts zu tun. Nein, aber das meinte ich, es ist nicht per se irgendwie schlecht oder Von schlecht sprechen wir gar nicht. Aber deshalb wollte ich es nur klar haben, was du meintest. Wenn du es als Abgrenzung nur zu formaler Praxis meinst, ist es mir ja, es ist nur eine Abgrenzung zu formaler Praxis. Mhm. Weil deshalb habe ich vorhin gesagt, für mich ist es wirklich so im Buddhismus, es gibt diese Wertung von sündig nicht in dem Sinne, wie wir sie normalerweise kennen. Und das sage ich nur gerne immer wieder, weil es ist eine Betonung, weil wir auch so sehr damit aufgewachsen sind. Bestimmte Dinge sind schlecht. Und der Buddha sagt, bestimmte Dinge führen einfach zu Leid. Und das ist so einfach. Ich meine, das hat damit nichts schlecht, wenn ich leiden will, und dann kann ich die auch tun. Aber manchmal muss ich auch leiden, um zu erkennen, dass ich da raus will. Also es ist einfach, einfach alles auch ein Weg. Ja, jetzt wollte ich noch ein paar Methoden erwähnen, die wir anwenden können für diese verschiedenen Integrationsaspekte. Und eine ganz alte und bekannte Lehre ist, das sind die Grundlagen der Achtsamkeit. Und diese Grundlagen der Achtsamkeit, da werden viel genannt, das ist die Achtsamkeit auf den Körper, die Achtsamkeit auf das Fühlen, die Achtsamkeit auf Gefühle und Gedanken und die Achtsamkeit auf Geistobjekte. Und der Körper, habe ich schon erwähnt, ist für mich ganz zentral, und das ist der erste. Die erste Grundlage ist auch ganz selbstverständlich. Körper ist das Grobstofflichste, das können wir am besten wahrnehmen. Wir können auch immer wieder dazu zurückkehren. Und für mich ist es wirklich das wesentliche Element, um uns zu erden. Und im Körper finden alle anderen Prozesse statt. Also wie unser ganzer
Also der Körper ist einfach unser Haus. Ja, deshalb halte ich es wirklich für sehr wichtig, auch diese Achtsamkeit auf den Körper immer mit im Hintergrund zu halten. Und es gibt ein ganz anderes, ganzeres Gefühl, seine Gefühle wirklich im Körper zu spüren und nicht nur irgendwie so da oben so ein vages Bewusstsein von seinen Gefühlen zu haben, die gerade sind. Dadurch passiert einfach ganz oft eine Trennung, eine Abspaltung. Und diese Körperachtsamkeit kann man ganz oft auch an der Art unserer Bewegung feststellen. Bei der Gehmeditation kann man es oft so richtig hören, also wie viele Geräusche noch passieren. Diese ganze Körperachtsamkeit, auch im Alltag kriegt man auch mit, wie viel Türen knallen, wie viel Geschirr scheppert und so weiter. Das sind alles für mich so Ausdrucksformen von eben nicht genügend Körperachtsamkeit. Das ist einfach nur eine Wahrnehmung, die ihr einfach mal selber auch mitnehmen könnt, was damit passiert, wenn ihr versucht, mehr Achtsamkeit in den Körper aufzubringen und dann die normalen alltäglichen Dinge ausführt. Und ein anderer Aspekt, was auch so ein ganz großes Arbeitsfeld von mir ist, ist, wie schnell ich spreche. Irgendwie ist sozusagen mein Sprechen, hat es eher ein Tempo von Gedanken oder ist es sozusagen, hat es irgendwie, ist da auch so eine gewisse Schwere und irgendwie im Körper Ruhen mit drin? Schaffe ich es, Pausen zu machen? Einfach mal innezuhalten, so zu sagen, Redeinterpunktion, gibt es da Komma und Satzzeichen, Punkte und so weiter, und Gedankenstrichen. Die zweite Grundlage der Achtsamkeit, da geht es um Fühlen, nenne ich das, manchmal übersetzen wir es auch als Gefühlsempfindungen, deutlich zu machen, es geht hier nicht um Gefühle, sondern bloß um den Gefühlston, den alle Empfindungen haben, alles erleben hat, von angenehm und unangenehm. Oder wenn es angenehm oder unangenehm nicht so klar zu identifizieren ist, dann ist es jetzt als neutral bezeichnet. Dieser Aspekt des Fühlens oder dieser Gefühlston, der ist als getrennter Aspekt ganz schwer wahrzunehmen, weil sich ganz schnell an dieses angenehm, unangenehm mehr dran hängt. Angenehm wollen wir haben, das ist schön, das ist toll und so weiter, da gehen wir mit. Und unangenehm wollen wir nicht haben. Und das sind dann sozusagen, das ist schon die nächste Grundlage der Achtsamkeit, die Achtsamkeit auf Gefühle und Gedanken. Ich habe es jetzt Gefühle und Gedanken genannt. Im Pali, in der altindischen Sprache, heißt es Chitta und damit sind eigentlich alle Geistesverfassungen gemeint. Vorhin habe ich Gemütsverfassungen gesagt. Alles, was in unserem Herzen und Geist sich bewegt. Und das kann sowohl das Heilsame sein, das Positive, wie Freude, aber ich würde sagen eine geerdetere, stillere Freude. Es gibt auch eine Freude, die eher übersprudelnd ist, die überschwänglich ist, die eigentlich eher dann ein Überschwang von Energie ist, die aus dem Körper oder aus sich selbst herausführt. Also alles, was es so an inneren Verfassungen gibt, das gehört auch Vertrauen dazu, da gehört Ruhe dazu, Stille, Gelassenheit, da gehört aber auch Neid, Eifersucht, Stolz. Alles, was wir so im Gefühlsspektrum haben, das alles gehört zu der dritten Grundlage. Und die vierte Grundlage der Achtsamkeit sind dann die sogenannten Geistobjekte. Und dabei geht es darum, dass wir lernen, durch unsere Achtsamkeit, dadurch, dass wir unser Licht, unsere Aufmerksamkeit auf unser Denken und Fühlen lenken und das Denken und Fühlen mehr in Einklang mit dem Dharma zu bringen. Das ist mit der vierten Grundlage der Achtsamkeit gemeint. Und das braucht auch sehr viel Beobachtung, sehr viel Wahrnehmung, dass wir erstmal wahrgenommen haben, was es an Gedanken und Gefühlen gibt, den Gefühlston wahrnehmen, dass wir bemerken, ob wir uns jetzt in diese Gedanken und Gefühle, in diese verwickeln lassen, dass wir sozusagen irgendwie auf dieses Gefühl von Eifersucht aufspringen oder dieses Gefühl von Ärger aufspringen und weiter die Geschichte ausspinnen oder die Gedanken weiterverfolgen, dass wir, was wir jetzt planen, was wir jetzt meinen, machen zu müssen, das sind ja auch häufig Sorgen und so weiter. Das alles geht in dieser Aspekt von Geistobjekte. Wir müssen also erstmal merken, ob wir auf diese Sachen aufspringen, ob wir es schaffen, die einfach nur uns zu betrachten. Und dann können wir uns auch betrachten, welche Bedingungen dazu geführt haben und auch die Gegenmittel, was wir tun können,
um sozusagen bestimmten Gefühlen und Gedanken, wenn wir sie als hinderlich empfinden, Einhalt zu gebieten, zu sagen, stopp, hier will ich nicht weiter hingehen. Das alles gehört zu der vierten Grundlage der Achtsamkeit. Und was da auch immer wieder hilfreich ist beim Fühlen und beim Denken, immer wieder auch zu die Rücksprache sozusagen mit dem Körper zu halten, weil der Körper ist ein unheimlich hilfreiches Messgerät auch für Gedanken und Gefühle. Man kann manchmal im Körper vielleicht viel eher Gefühle und Gedankenverspannungen feststellen, als wir die bewusst wahrnehmen können in unserem Geist. So können wir den Körper wirklich auch als Messgerät für unsere Gefühle nutzen. Und ich habe diese vier Grundlagen jetzt einfach nur genannt, weil da sind auch wieder diese verschiedenen Bereiche, auf denen man die Achtsamkeit lenken kann, separiert. Und letztlich geht es natürlich darum, die zu integrieren. Aber manchmal hilft dieses Separieren, um überhaupt mitzubekommen, was alles in uns passiert, was es alles für Aspekte in uns gibt. Ich habe bisher von Achtsamkeit gesprochen und Achtsamkeit, das ist auch das Wort, wie wir normalerweise diese vier Grundlagen der Achtsamkeit übersetzen, das Pali-Wort Sati. Und Achtsamkeit verbinden wir oft irgendwie eher mit dem Hier und Jetzt. Aber wie ich an den vier Grundlagen der Achtsamkeit deutlich wurde, gerade bei der vierten Grundlage, wo es um diese Perspektive auch mehr geht, auch um das genauere Hinschauen und Reflektieren der Bedingungen und auch um eine ethische Dimension und darum, dass es im Dharma gegründet ist, das macht schon deutlich, es geht nicht nur bei Achtsamkeit um das Hier und Jetzt. Es hat eindeutig auf einer gewissen Stufe eben auch diese ethische Dimension. Und deshalb wollte ich noch dazu zwei andere Aspekte von Achtsamkeit anführen, die bei Triratna häufig als Achtsamkeit übersetzt werden oder damit verbunden werden. Und der eine Aspekt, der heißt auf Sanskrit Apramada, was man übersetzen kann als Wachsamkeit. Das aber so überliefert ist als die letzten Worte des Buddha, der es gesagt haben soll, und mit Achtsamkeit strebt weiter. So wird es häufig überliefert. Aber was das Pali-Wort ist in den Sutta, ist eigentlich diese Wachsamkeit. Und jetzt, was ist der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Wachsamkeit? Achtsamkeit habe ich ja schon beschrieben, die verschiedenen Aspekte, dass es einfach sehr viel breiter ist. Und Apramada wird eindeutig als ein heilsamer Geistesfaktor betrachtet. Und das sind die Wächter oder sozusagen die Türsteher, die ich habe, die darauf aufpassen, dass mein Geist, mein Innenleben frei bleibt, rein bleibt von Unheilsamen. Wenn sozusagen ein unheilsamer Geistesfaktor oder ein Gefühl auftauchen will, sagt er, nö, dich lassen wir hier nicht rein. Funktioniert, würde ich mal so sagen, aus meiner Erfahrung, nicht so vor der Tür, dich lassen wir nicht rein, das ist irgendwie meistens, er ist ja schon reingekommen und dann muss der Türsteher hinterher und muss dann gucken, wie er denn wieder hinausbuxiert. Aber ich wollte ihn einfach nennen, um deutlich zu machen, dass es eben auch diesen Achtsamkeits- oder Wachsamkeitsaspekt gibt, der genau unterscheidet, was lasse ich zu oder was ist heilsam und was ist unheilsam. Und das ist für mich quasi die ethische Bremse oder sozusagen die Selbstschutzbremse, weil alles Unheilsame, was wir in uns geschehen lassen, führt zu Leid und das müssen wir selbst ausbaden. Deshalb sozusagen die Selbstschutzbremse. Und der andere Aspekt ist einigen sicher auch schon bekannt, ist Samprachanya. Samprachanya wird manchmal übersetzt als Bewusstheit über die Achtsamkeit, über die Absicht. Also Bewusstheit meiner Absicht, dass ich weiß, was ich zu tun vorhabe. Bewusstheit über mein Ziel. Bewusstheit über meine größere Perspektive, wo ich eigentlich hin will. Jnana Punika, einer der deutschen Übersetzer der alten Pali-Schriften, nennt es Wissensklarheit. Ich liebe dieses Wort, Wissensklarheit. Das heißt, ich weiß ganz klar, wo ich hin will. Ich werde mir bewusst, ob die Handlung, die ich vorhabe auszuführen, auch dahin führt, wo ich hin möchte. Ich weiß oder werde mir darüber bewusst, ob diese Handlung in diesem Augenblick auch angemessen ist, in der Situation angemessen ist, ob sie ihren Zweck erfüllt, ob ich mit der Folge oder dem Ergebnis
zufrieden sein werde. Die Handlung gefällt mir vielleicht, aber das Ergebnis gefällt mir nicht. Und Sampajanya bezieht auch das ganze Meditationsgebiet mit ein. Dass ich weiß, warum ich meditiere, wozu ich meditiere. Dass ich auch in der Lage bin, das, worüber ich in der Meditation meditiere, der Atem, Körpergewahrsein, egal oder Metta, dass ich auch in der Lage bin, das weiter mit in den Alltag zu nehmen und das zu übertragen. Und vor allen Dingen auch, dass ich weiß, es geht im Dharma, im Buddhismus letztlich um Einsicht und wie ich diese auch kultivieren kann. Also Sampajanya ist wirklich der Aspekt von einer größeren Perspektive. Und wenn wir Achtsamkeit üben und gerade auch Integration, ja, dann ist es wichtig, diese größere Perspektive zu kennen. Beziehungsweise gut, wenn ich jetzt, als ich gerade Integration sagte, dachte ich mir, klar, wenn man Integration als Überschrift hat, ist das ja schon eine gewisse Perspektive, wo wir hinwollen, wenn wir jetzt nicht schon integriert sind. Also das sind alles so Aspekte oder sozusagen Methoden, die wir einsetzen können, um zu mehr Integration zu gelangen. Oder die alle eine Rolle spielen bei Integration im weitesten und breitesten Sinn. Integration war für mich persönlich immer ein sehr ansprechendes Ziel. Das war für mich immer sehr viel ansprechender als Erleuchtung. Das fand ich so völlig abstrakt und konnte überhaupt nichts mit anfangen. Und gleichzeitig merke ich, ist Integration auch wirklich sehr groß. Es ist sehr viel größer als das, was wir normalerweise unter psychischer Integration verstehen, für mich. Weil Integration heißt für mich einfach auch, alles kann da sein, alles darf da sein. Ich lehne nichts ab und ziehe nichts zu mir heran. Und das hat gleichzeitig so diese offene Dimension eines Geistes, der völlig frei ist, der weder abzulehnen braucht noch anzunehmen braucht. Und der gleichzeitig alles halten kann, was da sein kann. Und durch diese Offenheit ist auch gleichzeitig die Verbindung für mich irgendwie mit anderen Wesen mit integriert und vorhanden. Weil wenn ich nichts ablehnen muss und nichts an mich heranziehen muss, dann habe ich im Grunde ein offenes Herz. Oder ein, ich weiß nicht, ob es dann schon ein befreites Herz ist. Ich denke, ein integrierter Mensch kann wirklich auf einer tieferen Ebene die Verbundenheit mit anderen Wesen spüren, so wie ich vorhin einzudeuten versuchte in der Meditation, wie wir so gleich sind. Wir haben alle einen Körper. Körper ist dem normalen körperlichen Schwächen unterlegen. Wir brauchen alle Luft zum Atmen. Wir haben alle die verschiedensten Gefühlsregungen. Klar unterscheiden die sich von einem Menschen zum anderen. Aber letztlich haben wir so viel Verbindendes, so viel, was uns